gucken wir uns jetzt einmal an, wie man Unternehmensabläufe im Anlagenbau optimieren könnte. Zuerst hier unten auf der Herstellerseite. Was muss der Hersteller also machen, damit er nicht in diese Fallen tappt? Als erstes ist es wichtig, dass Sie sich klar machen, dass nicht einer alleine die Arbeit von allen am Anlagenbau Beteiligten erledigen und die gesamte CE-Verantwortung tragen kann. Das kann nicht die Aufgabe einer Person, also unseres CE-beauftragten Ingenieurs Störnich sein. CE im Nachhinein, so wie wir es Ihnen jetzt im Fall dargestellt haben, ist risikoreich und teuer. Und die Verantwortung für das Ganze, dass das Ganze falsch organisiert ist, dass wir ein Haftungsrisiko behalten, diese Verantwortung liegt bei der Geschäftsführung. Wie können wir das Ganze lösen? Eine Lösung dafür hat Ihnen der Gesetzgeber schon mitgegeben. In der Maschinenrichtlinie steht, der Hersteller oder sein Bevollmächtigter muss über die notwendigen Mittel verfügen oder Zugang zu ihnen haben, um sicherzustellen, dass die Maschine die in Anhang 1 aufgeführten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen erfüllt. Was heißt das in unserem Fall? In unserem Fall ist das notwendige Mittel eine sinnvolle Organisation im Unternehmen. Wir müssen unser Unternehmen so strukturieren, dass auch CE funktioniert. Die Geschäftsleitung muss die Verantwortlichkeit und Entscheidungsstrukturen klar festlegen. Gucken wir uns noch einmal unser Organigramm an. Hier unten mit unserem Ingenieur Störnich, der für CE verantwortlich ist. Wie müsste es eigentlich aufgebaut sein? Nun, das Erste, was sein muss, ist, dass CE in die Abteilung wandert. Jede Abteilung, die wir haben, muss sich mit CE auskennen und muss ihre Rolle im CE-Prozess verstehen. Das fängt hier vorne an mit dem Personal. In der Personalabteilung müssen wir wissen, was müssen Bewerber, die wir einstellen, überhaupt mitbringen? Welche Kenntnisse müssen die haben? Und wenn wir auf dem Markt niemanden finden, der die entsprechenden Kenntnisse im Bereich CE mitbringt, dann müssen wir in der Personalabteilung auch dafür sorgen, dass es ein Ausbildungskonzept gibt. Dass also unsere Mitarbeiter das notwendige Wissen erhalten, auch für CE. Als nächste Abteilung der Vertrieb. Und hier ist es besonders wichtig, dass der Vertrieb Ihres Unternehmens weiß, was darf ich überhaupt versprechen? Für welche Produkte darf ich ein CE-Zeichen versprechen? Bei welchen Produkten muss ich ganz klar sagen, nein, dieses Produkt kann kein CE-Zeichen erhalten, das ist rechtlich gar nicht zulässig. Und das ist besonders kostenintensiv. Wenn das bei Ihnen falsch abläuft, sind Sie in der Kostenfalle, die wir Ihnen in den vorhergehenden Videos erzählt haben. In der Planung, in der Konstruktion ist es dann natürlich wichtig, dass wir wissen, welche Anforderungen haben wir durch das CE-Zeichen. Wie funktioniert eine Risikobeurteilung? Was sind die entsprechenden harmonisierten Normen? Was ist der Stand der Technik? All diese Themen stecken hier in der Planung und in der Konstruktion. In der QS müssen wir auch wissen, dass es CE gibt, dass wir unser Unternehmen auch auf CE ausrichten, dass wir unser Unternehmen, unsere Abläufe auch auf CE prüfen müssen. Und in der Fertigung müssen wir dann wissen, dass wir nicht alles an der Maschine einfach ändern können. Was nicht passt, wird passend gemacht, sondern dass in der Konstruktion, in der Planung auch rechtliche Anforderungen stecken. Dass wir nicht sagen können, wenn das so aus der Konstruktion rauskommt, dann haben wir das immer so gemacht, damit es funktioniert. Wenn Sie Probleme haben in der Fertigung,
dann muss das wieder rückwärts im Unternehmen an die Konstruktion geleitet werden, damit wir hier eine rechtlich saubere Lösung finden. Und natürlich zu guter Letzt in der Montage. In der Montage vor Ort beim Kunden müssen wir auch wissen, dass wir nicht alle extra Wünsche, die dem Kunden jetzt gerade noch einfallen, erfüllen dürfen, sondern dass wir auch hier wieder Rücksprache halten müssen mit der Konstruktion. Ist das so zulässig? Können wir das ändern? Keine Rolle spielt hier das CE im Arbeitsschutz beim Hersteller. Da sitzt aber gerade unser Ingenieur Störnig. Sinnvoller ist es, das CE vor die Klammer zu ziehen und zu sagen, wir haben einen CE-Koordinator. Keinen Beauftragten, dem wir die Arbeit nachher in die Schuhe schieben, sondern jemanden, der CE bei uns im Unternehmen organisiert. Der dafür sorgt, dass aus der Not-CE-GmbH eine CE-GmbH wird. Und wenn wir das geschafft haben, wenn wir das so organisiert haben, dann darf sich auch die Geschäftsführung ein ganz dickes CE auf die Fahne schreiben. Das ist unser Ziel. Jeder Beteiligte am Entstehungsprozess der Anlage muss sich auch an CE beteiligen. Das kann nicht die Aufgabe eines Einzigen sein. Und im einzelnen Projekt, die Projektkoordination, muss durch den jeweiligen Projektleiter erfolgen. Hier muss die CE-Verantwortung am Projektleiter hängen und auch nicht am CE-Koordinator, nicht an einem CE-Beauftragten. Teamarbeit ist auch bei CE notwendig. Wie funktioniert jetzt die Risikobeurteilung? Auch das hat Ihnen der Gesetzgeber ganz klar gesagt. In der Maschinenrichtlinie steht, der Hersteller einer Maschine hat dafür zu sorgen, dass eine Risikobeurteilung vorgenommen wird, um die für die Maschine geltenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen zu ermitteln. Die Maschine muss dann unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Risikobeurteilung konstruiert und gebaut werden. Das heißt, hier unten die Risikobeurteilung, die läuft parallel mit Planung und Konstruktion. Der Bau unserer Anlage geschieht erst dann, wenn wir mit der Risikobeurteilung fertig sind. Natürlich kann sich das Ganze hier etwas überlappen, dass Sie Teile schon geplant und gebaut haben, bevor die Planung der Anlage überhaupt abgeschlossen ist. Aber alles das, was Sie bauen, ist in Ihrer Risikobeurteilung schon vollständig berücksichtigt. Und dann haben Sie am Ende eine sichere Maschine dort stehen. Beachten Sie dabei, dass die Risikobeurteilung die Summe aller Teilrisikobeurteilungen sein muss. Wenn an einer Maschine mehrere Personen konstruieren, dann kann es nicht einen geben, der für diese Maschine die Risikobeurteilung schreibt, sondern jeder Konstruierende muss während der Konstruktion aufschreiben, warum habe ich welche sicherheitsrelevante Entscheidung getroffen, welche Norm habe ich herangezogen, an welchen Stand der Technik habe ich mich gehalten. Und der Projektleiter hat am Ende die Aufgabe, das Ganze zu koordinieren, dass aus diesen gesamten Teilen ein großes, sinnvolles Ganzes wird. Das kann aber auch nicht wieder die Aufgabe des CE-Koordinators sein. Der CE-Koordinator im Unternehmen hat die Aufgabe, ein einheitliches System für Risikobeurteilung zu schaffen, damit nachher beim Zusammenführen der Teile der Risikobeurteilung auch ein sinnvolles Ganzes entstehen kann. Die Koordinierung im Projekt bleibt beim Projektleiter. Dazu ist es notwendig, dass jeder seine Aufgaben kennen muss bzw. kennenlernen muss. Und hier greift der CE-Koordinator ein, hier kann der
CE-Koordinator im Unternehmen die Kollegen unterstützen, dass sie das notwendige Wissen erhalten. Er kann dafür sorgen, dass sinnvolle Schulungen für alle Mitarbeiter auch für das Thema CE durchgeführt werden. Denken Sie also daran, wenn Sie ein Responsibility Management haben möchten im Unternehmen, dieses muss auch gelebt werden. Sie können nicht einfach ein Gesetz, eine Reihe von Gesetzen vergessen. Sie brauchen auch ein Qualitätsmanagement für CE. Was sind die Vorteile? Wenn Sie das so durchführen, wie wir es Ihnen jetzt dargestellt haben. Und der erste Vorteil ist Ihr Risiko. Ihr Risiko ist gering. Die Gefahren werden erkannt und dokumentiert im Rahmen von Ihrer Risikobeurteilung. Sie wissen also, was kommt auf uns zu, was für Probleme hat unsere Maschine und was haben wir dagegen getan. Die Kosten bleiben gering, weil Sie Lösungen zeitnah entwickeln. Wir haben Ihnen im vorhergehenden Video gezeigt, dass die Kosten logarithmisch ansteigen mit jedem Bearbeitungsschritt. Es wird teilweise bis zum Zehnfachen teurer. Je eher Sie anfangen, Ihre Lösungen zu implementieren, desto kostengünstiger können Sie produzieren. Das Einsparpotenzial ist hoch, denn Sie können die Sicherheit optimal integrieren. Optimal heißt, die Maschinenrichtlinie verlangt von Ihnen, dass Sie erst sicher konstruieren und dann Sicherheitsmaßnahmen einsetzen. Sicherheitsmaßnahmen wie ein zusätzlicher Laserscanner, eine zusätzliche Lichtschranke, sind teuer, sind aufwendig zu programmieren, müssen nachher gewartet werden. All das können wir vermeiden, wenn wir von Anfang an in der Konstruktion die Maschine so konstruieren, dass wir diese Maßnahmen gar nicht benötigen. Und zu guter Letzt, die Nacharbeit in unserer Maschine ist gering, denn die Sicherheit ist ab der Planung thematisiert. Wir wissen, was auf uns zukommt, wir haben es integriert und wir haben nicht das Problem, dass uns erst beim Kunden durch dessen Arbeitsschutz aufgezeigt wird, was wir hätten tun müssen. Das ist die Optimierung der Unternehmensabläufe beim Hersteller. Im nächsten Video erfahren Sie, was der Käufer optimieren muss, damit auch er sparen kann. Die Vortragsreihe Responsibility Management im Anlagenbau ist entstanden als Teil der Ausbildung zum CE-Koordinator. Die Referenten der MBT unterstützen mit ihren Vorträgen die CECO-Ausbildung der C-Expert.